Herzlich willkommen zurück beim Let's Play von CSI Dark Motives. Wir sind hier im Anwesen von, wie heißt die junge Frau gleich? Moment, Verdächtige. Claire Thomas, richtig, Claire Thomas. Und haben einen Durchsuchungsbefehl, genau. Und werden jetzt mal die Wohnung ein bisschen auf den Kopf stellen. Wakeman Watka, Ah, the Wakeman murder Watka. des Opfers. Zufall? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Was haben wir denn hier? Ein Papierschnipsel. verbranntes Stück Papier, ein Dokument womöglich. Immer gut. Mitnehmen. War hier drin noch irgendwas? Was ist das hier? Nun, Ah. hier ist etwas, was Gris gefallen wird. Eine Schmeißfliegenmade. Die Körperflüssigkeiten wurden weggewischt, aber dieser kleine Kerl hier konnte entkommen. Er könnte unser bester Freund werden. Das glaube ich auch. Deswegen nehmen wir ihn einfach mal mit. Auch ein böses Ende für so ein armes Tierchen. Wer bist du denn? Guten Tag. Ja, richtig, Untersuchung. Sehen Sie auf seiner Krawatte? Das kommt mir bekannt vor. Mir auch. Erinnern Sie sich an den Ring, den wir gefunden haben? Ja. Da erinnere ich mich sehr gut dran. Das sieht nämlich aus wie das Familienwappen. Und hier haben wir Haare, sehr gut. Haare sind immer gut. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Nichts weiter, wie es aussieht, hä? Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ach so, nee, hier ist es ja noch nicht. Tja. Okay. Ich meine, wir können ja immer wieder zurück, falls irgendwas ist, aber gut, dann gehen wir einfach noch mal zu Greg hin. Hi. Hi, guck mal, wir haben hier ein paar Gegenstände für dich. Schau doch mal, was hast du mit dem Ring? Ich habe einen goldenen Ring unter all dem Fett und Schmutz gefunden. Oh, schön. Mit diesem Siegel schwer zu versetzen. Sehr klein. Größe 5. Größe 5. Okay, hier. Die ist schon ziemlich platt gedrückt, da bringt es nicht viel, sie unter das Mikroskop zu legen. Aber hier sind die guten Nachrichten. Ja, danke. Wir haben eine neue Technik ausprobiert, die es uns erlaubt, die Innereien der Larve zu analysieren. Ja. Und raten Sie, was wir gefunden haben. Sparkelomelett? DNS. Ja, auch nicht schlecht. DNS. Interessant. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, dass ich mehr darüber sagen kann. Okay. Spuren. Ach Quatsch. Indizien. Spuren, ja. Wir haben hier eine Alles, Katze. was mir einfiel, habe ich damit angestellt. Achso, nee, die hat man ja schon. Die Katze. Ich habe das für Sie unter das Mikroskop gelegt. Dann gucken wir doch mal, ob das die gleiche Katze ist. Ich tippe auf ja. Aber exakt. Die gleiche Katze. Jawohl. Tja, Katzen sind schon fatal. So, was haben wir denn hier jetzt für DNS? Wir haben DNS vom Opfer. Wir haben DNS aus dem Kamin. Oh, jawohl, jawohl, das erste Mal eine Übereinstimmung. Sieht so aus, als ob unser obdachloses Opfer in der Bleibe von Mr. Thomas umgefallen ist. Interessant. Hochinteressant. Tja, und jetzt? Ja, genau, Dokumente hatten wir ja noch. Kannst du irgendwas uns dazu Ich sagen? konnte nicht das gesamte Dokument wiederherstellen, aber einige Teile des verbrannten Papiers stabilisieren. Ja. Es sieht so aus, als handele es sich hierbei um den Bericht eines Privatdetektivs für J.J. Thomas. Er scheint jemanden gesucht zu haben. Ich konnte den Namen der Firma leider nicht herausfinden. Auch ich bin nicht perfekt. Ja, super. Und warum arbeitest du denn für mich? Sag mal. Na, dann gehen wir doch einfach Was ist mal. los? Hier, ich möchte die mal. Claire Thomas hat sich ungefähr zur Ne? Tatzeit mit unserem Opfer getroffen. Außerdem hatte sie den Rollstuhl ihres toten Vaters, um den Körper zu transportieren. Der Fall klingt klar. Laden wir sie auf ein Gespräch ein. Ach, da war das der Rollstuhl, den er da durchgeguckt hat. Ah, interessant. Waren Sie kürzlich in der verlassenen Anstalt? Verlassene was? Ich glaube nicht. Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. So langsam kann ich mir vorstellen, was es mit der Irrenanstalt auf sich hat.
Wo ist der Rollstuhl ihres Ich Vaters? habe keine Ahnung. Er hat ihn nicht oft gebraucht, seit er tot ist. Mein Gott, können Sie nicht etwas Sinnvolles mit Ihrer Zeit anstellen? Das Hospital muss ihn haben. Fragen Sie die, wenn Ihnen das so wichtig ist. Können wir eine DNS-Probe von Ihnen nehmen? Bitte? Ich nehme an, dass ich keine Wahl habe. Na doch, eigentlich schon, aber das brauchen wir dir ja nicht auf die Nase binden. Können wir Ihre Fingerabdrücke auch noch nehmen? Warum nicht? Wenn es hilft, diese lächerliche Sache aufzuklären? Vielen Dank. So. Das ist im Moment alles. Und wieder zu Greg. Was ist los? Ja, wir kommen ein bisschen öfter jetzt. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir haben die DNS-Probe von Claire Thomas. Ich habe diese DNS vergrößert und grafisch dargestellt. Das ist lieb von dir. Computer. Ganz lieb von dir. So, den Fingerabdruck bitte auch nochmal. Dieser Fingerabdruck wurde für den Computer eingescannt. Ja. So, dann schauen wir doch mal. Ich habe so eine Vermutung. Fingerabdrücke. Rollstuhlgriff. Nee, das ist das Falsche. Das ist, Van der Hellen. Ist das das Richtige? In Ordnung. Ja. Claire hat diesen Rollstuhl geschoben. Ja gut, das muss ja noch nichts heißen, nicht? Also natürlich ist es der Rollstuhl meines Vaters. Ja klar, habe ich den geschoben. Aber so verstaubt wie der schon aus. So, was haben wir jetzt hier? DNS Claire Thomas. So, was haben wir denn noch? Van der Hellen, Opfer. DNS Fleckhose vielleicht, hä? Ja, tatsächlich. Claire Thomas, unsere empörte Verdächtige. Was beweist das jetzt? Dass die dem auf die Hose gekotzt hat? Vielleicht? Ja, das wohl eher nicht. Aber hatten wir hier schon mal geguckt, ob wir da was finden? Weiß ich gar nicht. Ich gucke einfach nochmal. Ja. Nein? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass die beiden sich ähneln. Schon recht, hatten wir jetzt nicht noch was? Nee, spezielle Suchdings hatten wir schon. Ja, dann würde ich sagen, reden wir doch einfach nochmal. Ja? Mit unserer was Jung- braucht ihr, Leute? Ja, mit unserer jungen Frau. Okay, schauen wir mal, ob der Verdächtige noch etwas zu sagen hat. Die Verdächtige, ja? Wir wollen bitte politisch korrekt sein. Warum haben Sie uns angelogen? Angelogen? Warum sollte ich Sie anlügen? Alles, was ich getan habe, ist mit jemandem zu Abendessen, der sich als Obdachloser herausstellte. Das hast du er nicht war gesagt. Nicht wie ein Obdachloser gekleidet, als er die Unterhaltung mit mir anfing. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht seine Straßenkleidung trug, als sie zusammen essen waren. Aber sie haben dafür gesorgt, dass er seine Lumpen wieder anhatte, als seine Zeit gekommen war. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass zwischen uns nichts gelaufen ist. Haben Sie den Rollstuhl Ihres Vaters benutzt, um den Körper wegzuschaffen? Wie konnte diese Irrenanstalt nur schließen, bei so vielen verwirrten Leuten wie Sie? Sie können sich verstellen, wie Sie wollen, Lady. Sie waren in der Anstalt. Ihre Fingerabdrücke befanden sich auf dem Rollstuhl Ihres Vaters. Er wurde dazu benutzt, den Körper dort abzuladen. Was für ein erdrückender Beweis! Meine Fingerabdrücke waren auf dem Rollstuhl meines Vaters. Wie sind die bloß da drauf gekommen? Nun, dann verraten Sie mir doch, wie Ihre DNS auf die Kleidung des Opfers geraten ist. Er war in der Wohnung Ihres Vaters, Claire, kurz nachdem Sie mit ihm zu Abend gegessen hatten. Ja. Kurz vor seinem Tod. Genau. Ich kaufe Ihnen diese Liebesgeschichte nicht ab. Was ist da wirklich gelaufen? Sie fischen absolut im Dunkeln. Sie wissen nichts, überhaupt nichts. Wer ist er, Claire? Oder besser, wer war er? Oder sollte ich fragen, warum Ihr Vater unbedingt einen obdachlosen Niemand finden wollte? Jemand mit Ihrem Familienwappen auf seinem Ring? Warum fragen Sie mich nicht nochmal, wenn Sie eine eigene Theorie haben? Ich habe nichts mehr zu sagen. Super. Ach, hier richtig. Wir können ja nochmal zum Doc. Irgendwas vergessen? Welche Größe hat der Ringfinger des Opfers? Basierend auf meinen Messungen sieht es aus wie Größe 5. Jawohl, passt. Wie groß war das Opfer? Dieses hier? Ich habe 1,76 Meter gemessen. Dieses hier? Nee, weißt du, das vom nächsten Fall. So, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Nicht? Ja? Ach Quatsch, falscher Ort. Was ist los? Mal sehen, ob sie jetzt noch was zu sagen hat, Verdächtige, Claire Thomas. Sicher, schaffen wir den Verdächtigen nochmal her.
Die Verdächtige. Ist das Opfer die Person aus dem Bericht des Detektivs? Na gut. Na gut. Mein Vater. Ich habe mein Leben für ihn gegeben, habe gelebt, wie er es wollte, ging auf die Schulen, die er aussuchte, nahm die Kurse, die er wählte, arbeitete für ihn, lebte mit ihm und heiratete nie. Und plötzlich, als er krank wurde, begann er von seinem Sohn zu erzählen, meinem Halbbruder aus erster Ehe. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie etwas von ihm gehört. Mein Vater wurde plötzlich traurig und erzählte von dem armen Kind, das von zu Hause wegrannte, das College schmiss und nach einem Streit spurlos verschwand. Er hatte den Jungen aufgegeben und aus seinem Gedächtnis gestrichen. Dabei blieb es, bis mein Vater im Sterben lag und total sentimental wurde. Er wollte seinen Sohn finden, bevor er starb, und beauftragte einen Detektiv, der ihn hier in Vegas fand. Mhm. Abschaum von der Straße. Als mein Bruder auftauchte, war mein Vater schon tot. Ich beschloss, mich mit ihm zu treffen, um mir ein Bild zu machen. Vielleicht wäre er gar nicht mal so übel und wir könnten die Firma zusammenleiten. Aber als ich ihn dann traf, war es nur ein gemeiner, stinkender Penner. Leider war er kein Betrüger, sondern gehörte zur Familie. Der Ring mit ihrem Wappen. Er behielt ihn, obwohl er viel dafür bekommen hätte. Essen oder Alkohol. Er war genauso sentimental wie mein Vater, glaube ich. Jedenfalls habe ich ihn gewaschen und rausgeputzt, bevor wir ausgingen. Ich sagte ihm, dass er ein faires Angebot bekäme und ich mich um eine Stelle in der Firma bemühen würde. Aber es lief anders. Kaum der Gosse entstiegen, zeigte er sein wahres, gieriges Gesicht. Als Erstgeborener wollte er mir mein Erbteil streitig machen. Das war sein Fehler. Ich bin die Auserwählte. Oder ich war es. Er schlief auf der Couch ein. Er hatte selbst für seine Verhältnisse zu viel getrunken. Ich stürzte mich auf ihn, als er im Halbschlaf war, und kippte ihm den Wodka in den gierigen Schlund. Er wäre fast daran erstickt. Ich machte weiter, bis er tot war. Ich zog ihm die neuen Sachen aus und die alten wieder an. Dann wurde mir bewusst, was ich getan hatte, und mir wurde übel. Plötzlich kam das Essen hoch, es war furchtbar. Aber dann fasste ich mich wieder, rollte ihn rüber zum Auto und fuhr ihn in die Anstalt und ich... Miststück. Ich warf ihn in den Dreck wie einen Parasiten, der er ohne Zweifel war. Warum war er überhaupt in mein Leben getreten? Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber ich habe noch ein Detail für Ihre Familiengeschichte. Wir haben Ihre DNS mit Ihrem sogenannten Halbbruder verglichen. Was meinen Sie mit sogenannter? Es gibt keine Übereinstimmung in den Chromosomen. Oh oh. Ich habe mit Ihrem Familienanwalt gesprochen und dieser hat mir eine kleine Geschichte über die erste Frau Ihres Vaters und Ihr Verhältnis mit dem Chauffeur erzählt. Ihr Vater hat Ihren Halbbruder enterbt, als er herausfand, dass er nicht sein Sohn war. Aber dann bekam Ihr Vater auf dem Sterbebett Schuldgefühle gegenüber dem jungen Mann, den er großgezogen hatte. Selbst wenn Sie den Sohn des Chauffeurs nicht getötet hätten, Claire, wären Sie allein Erwin gewesen und würden jetzt nicht in eine ungemütliche Zelle ziehen. Schöne Scheiße. Jawohl. Wie Sie wissen, gibt es in jeder Familie ein schwarzes Schaf. Ach, durchaus. Manchmal sind wir allerdings überrascht, wer dieses Schaf ist. So, gucken wir mal, ob was. Welche Farbe hatte Van der Hellens Hemd während der Befragung? Ich glaube, der hatte ein weißes Hemd an. Jawohl. Welche Größe hatte der Ringfinger des Opfers? Größe 5. Sehr gut. Wie ist J.J. Thomas gestorben? Lungenkrebs. Jawohl. Was bedeutet eine Fettablagerung an der Leber normalerweise? Tja, schwer alkoholabhängig, würde ich mal sagen, oder? Ja, richtig. Und komm, letzte Frage. Wie lautete der Name der Gang, zu der Lane Jackson gehörte? Oh, das weiß ich nicht. Bloody Corpse? Ja, alle 5 richtig. Falsche Antworten 0, richtige Fragen, richtige Antworten 5, jawohl. Sehr gut. Wir haben Anzahl gesammelte Beweise 35, 46 gestellte Fragen, richtige Abschlussfragen. Jawohl, wir sind wieder mal Meisterdetektiv, freigeschaltete Extras 9, yeah. Super, und der Fall ist beendet, obwohl wir das letzte Stück dieser Flasche wohl nicht gefunden haben, weil ich glaube, das lag noch irgendwo. Aber das macht nichts, wir konnten sie überführen, dieses dumme Miststück, was einen armen, wehrlosen Menschen im Suff einfach getötet hat mit Wodka. Super Todesursache. Gut, wir werden natürlich dann direkt zum nächsten Fall weitergehen. Und bis dahin sage ich
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!